Sagt Ihnen der Name Klingsporn, Ed? Wo haben Sie denn das fertige Bild gelassen? Verkauft. Ne. An eine reiche Person in einer noblen Karosse. Sie hat ihren Chauffeur beauftragt, mich nach dem Preis zu fragen, um unerkannt zu bleiben. Ein Triumph für die Gemeindekasse. Wer auch immer da hinten im Wagen saß, hat einen Riecher für Kunst. In diesem Falle eine feine, schmale Nase. Wem sie wohl gehört? Oh, da freut er sich, da freut er sich. Wenn die Kirche Geld bekommt, dann freut sich auch der Pfarrer. Ja. Andernfalls wäre das ja auch verwunderlich. Nein. So. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal zum Willi nochmal. Vielleicht am ehesten mit Willi nochmal selbst. Eltern sind noch nicht zurück, wie mir scheint. Und Tom ist immer noch nicht zurückgekehrt von was weiß ich denn wo. Vielleicht reist er ja doch hier sein Wild Girls hinterher. Hallo, Willi. Sind meine Eltern schon da? Hat es bei uns nicht auch schon mal gebrannt? Jedenfalls nicht zu meiner Zeit. Ich habe in der Haushaltsschule sehr wohl gelernt, ein brennendes Bügeleisen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Falls du das meinst. Also ich würde ein brennendes Bügeleisen auch löschen, ganz einfach. Und nicht nur unbeaufsichtigt lassen. Falls du das meinst, Bertha. Hallo, Willi. Sind meine Eltern schon da? Na. Sind meine Eltern schon da? Da ist ein Päckchen gekommen. Entschuldige, dass ich es schon aufgemacht habe. Aber ich dachte erst, es sei für mich. Es liegt auf der Anrichte. Du bekommst doch nie Post, Bertha. Es wird Zeit, dass meine Eltern zurückkommen. Was? Wieso? Weil du dann endlich den Druck hast, hier endlich mal aufzuräumen? Also da hätte Bertha aber wirklich besser aufpassen können. Oder wollte sie etwa ihre Neugier stillen? Lieber Willi, zum Osterfest sind wir wieder zu Hause. Bis zum Wiedersehen, viel Spaß mit unserem Werbegag auf der Schokolatia. Deine Eltern. Ja, Werbegag, ein Laptop, natürlich, den schmeißt man dann einfach mal so. Da stellt man sich aufs Dach der Messehalle, wo die Schokolatia stattfindet, und schmeißt einfach mal mit Laptops durch die Gegend. Fein. Eine Tafel Schokolade? Mensch, nein, das ist ein Notebook. Oh, wow. Damit können wir besonders wichtige Aussagen unserer Zeugen festhalten. Das ist ja cool. Eine super Idee, Willi. Jetzt seid ihr richtig auf dem neuesten Stand. Hui, 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 hui. So. Aber können wir uns vielleicht nochmal beratschlagen kurz mit Willi oder einfach so mit der Bertha nochmal plauschen? Das ist doch immer ganz nett. Hallo, Tim. Tag. Ist Willi da? Verfügt die Villa über Feuerlöscher? Natürlich. Feuerlöscher können Leben retten. Allerdings müssen sie regelmäßig gewartet werden. Dafür gibt es Spezialfirmen. Ich kann mich nicht entsinnen, wann die letzte Überprüfung stattfand. Darum kümmert sich Herr Sauerlich stets persönlich. Tim geht jetzt auch von Haus zu Haus und fragt, na, ist Ihr Haus brandsicher? Was ist mit... Ach nee, hier ist Karls Haus, ne? Hier ist Karls... Nee. Warte mal, hier war doch Karls Haus, also das, wo seine Wohnung drin war, war doch hier auch immer noch in so einem Innenhof. Das ist doch auch jetzt weg. Und wo hat Gabi nochmal gewohnt? Doch hier auch, irgendwo in der Nähe. Hier ist die Villa Gradiva. Hier ist Sports and More. Hier ist der süße Laden. Das ist alles noch da. Die Druckerei auch nicht mehr so zu erkennen. Naja, naja. Hier ist die Ruine. Städtische Gymnasium auch ganz vorn mit dabei.
Ne? Aber hier, das fällt mir jetzt gerade mal auf. Fehlt hier nicht noch so eine Häuserzeile? Naja. Vielleicht ist der Kali auch umgezogen. Hallo, Tim. Kommen wir da eigentlich nochmal hin? Doch, natürlich, klar, später. Spätestens bei Alarm in der Geisterbahn. Aber da haben wir auch schon eine ganz neue Menüführung. Aber bin ich mal gespannt. Verfügt die Villa über... Ist Willi da? Aber ja, du kannst gleich zu ihm. Schon aufgeräumt. Mensch, der Willi ist fleißig. Warum sollte jemand bei sich Feuer legen und dann abhauen? Was sind die Beweggründe unseres Feuerwehrmanns, sich einzumischen? Und wie passt unser verwirrter Obdachloser da hinein? Stimmt, Klößchen. Sie alle müssen etwas gemeinsam haben. Gut, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das wird jetzt wieder das Gleiche werden, was der Willi da jetzt quatscht. Hallo, Karl. Na? Haben Sie wieder einen Verdächtigen gesehen? Kann ich zu Willi? Klar, das haben Sie wieder einen Verdächtigen gesehen? Das passiert auch täglich tausendfach. Da geht die Bertha vor die Türe. Huch, ein Verdächtiger. Nein, ich verspreche euch, ich werde nicht wieder so vorschnell urteilen. So, mal gucken, ob der Willi jetzt was anderes zu sagen hat. Hallo, Karl. Also, Weg. Kann ich zu Willi? Ja. Sag ihm, er soll nicht so viel fernsehen. Du sollst nicht zu viel fernsehen. Tschüss. Warum sollte jemand bei sich Feuer legen und dann abhauen? Was sind die Beweggründe unseres Feuerwehrmanns, sich einzumischen? Und wie passt unser verwirrter Obdachloser da hinein? Genau, Klößchen. Suchen wir also nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Gut, mit Gabi den Besuch spare ich mir dann jetzt mal bei Willi in sein Zimmer. Aber die Bertha fragen wir mal noch. Hallo, Gabi. Sind Sie mit dem Frühjahrsputz fertig? Kann ich Willi stören? Sind Sie mit dem Frühjahrsputz fertig? Eh noch nicht, wenn da andauernd jemand schellt. Das ganze Haus ist fertig. Das ganze Haus? Nein. Ein vom unbeugsamen Bengel bevölkertes Gästezimmer hört nicht auf, meinem Staubsauger Widerstand zu leisten. So sieht es aus. Huch! Jetzt ist er einfach weg. Hö, was ist da los? Na, ob da wohl den Asterix-Zeichnern die Rechte eingehalten wurden? Da müssen wir mal den Rechtsanwalt hinschicken. Da kann doch mal hier der berühmte YouTube-Rechtsanwalt Christian Solmecke ein Video drüber machen. Über solche relevanten Themen. So, wir haben das Notebook dabei, ne? Damit könnten wir jetzt mal zu unseren Freunden hier all über die Stadt verteilt gehen und ein paar Aussagen zusammen sammeln. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, bei wem die was gesagt haben. Das war ja immer nur bei einem. Also beim Pfarrer Tizian weiß ich noch, da können wir mit Gabi mal punkten. Hier. Beschreiben Sie bitte noch einmal die Nase des Käufers. Aber gern. Die Nase war fein und schmal. Pfarrer Tizian, Bild ging an Personen mit feiner, schmaler Nase. Das ist, finde ich, richtig gut. So. Beim Herr Achter, bei wem hat er denn da was gemeint? Das war, wo der Klee in die Karosse stieg, ne? Bei Willi vielleicht. Nee. Sagten Sie Limousine? Ist Herr Klee alleinstehend? Sagten Sie Limousine? Das hatten wir aber auch noch nicht. Jedenfalls ein Wagen, wie ihn die oberen 10.000 fahren.
Aha, pass auf. So, hier, bitteschön. Bitte nochmal. Wie sah das fremde Gesicht in der Limousine aus? Länglich, oval. Mit einem vollen, gepflegten Oberlippenbart. Klee stieg zu ovalem Gesicht. War einfach so ein riesiger Kopf, der saß da auf dem Sitz. Mit vollem gepflegten Oberlippenbart in Limousine. Sehr gut. Dankeschön. Sollen wir die anderen auch kurz nochmal durchgehen? War Herr Klee in seiner Laube, als es brannte? Wie ist der Brand entstanden? War Herr Klee in seiner Laube, als es brannte? Okay, Nein, aber ich habe ihn unmittelbar vor dem Brand weggehen sehen. Hier auch nichts mehr, ne? Nee. Gabi vielleicht nochmal? Mädchen, wenigstens ihr Kinder glaubt mir doch, oder? Oh. Ich wünschte, wir könnten es. Nee, hier geht nur das hier, ne? Aber ja, genau, das könnten wir mit diesem super schnieken 1A2000 Laptop können wir ja auch Fotos machen. Und das gleich ins Dokument importieren und rot einfärben. Naja. Sieht aus wie ein Vögelchen, das beinahe gegrillt worden wäre. Oh, der tut mir ein bisschen leid, der Herr Achter. Wo steckt Ihr Nachbar? Haben Sie sich auf diese Weise an Ihrem Nachbarn gerecht? Wo steckt Ihr Nachbar? Das weiß niemand. Ich wünschte, er würde sich melden, bevor ein falscher Eindruck entsteht. Ach, der tut mir so ein bisschen leid, der Herr Achter. Mensch. Keiner glaubt ihm. Ah, nee, das... Können wir ihm noch was aufschreiben? Nee. Bitte nochmal. Wie sah das fremde Gesicht in der Limousine aus? Nee, gut, das ist jetzt das Gleiche. Länglich, oval. Mit einem vollen, gepflegten Oberlippenbart. Okay, gut. Mit Tim kurz mal noch interviewen. Aber da war nix. Hat Ihre Laube etwas abbekommen? Meinen Sie, dass das Absicht war? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ehrlich. Gut. Gut, gut. Wer hat noch was gesehen? Sie hier, ne? Aber da anscheinend nicht, nein. Was würden Sie tun, wenn... Hat Frau Süßholz Verwandte oder Freunde? Nein, niemanden. Aber sie geht immer zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo sie unter ihresgleichen sein kann. Okay. Nee, anscheinend auch nicht. Geht das hässliche Graffiti im Treppen? Ist Frau Süßholz wieder aufgetaucht? Nein, aber irgendein Lektor hat nach ihr gefragt. Ihr Verlag will das neueste Manuskript. Ich habe das Gefühl, da können sie lange warten. Bei wem war denn das hier? Was ist Frau Süßholz für ein Mensch? War noch mal jemand wegen des Brandes da? Ja, jetzt haben sie alles ordentlich versiegelt, wie es sich gehört. Ruff, ruff. Diese Zigarre ist super. Nein, nein. Ja, hier bitte. Können Sie noch einmal die Person in dem Luxusauto beschreiben? Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen. An einen Schädel mit blonden Haaren an den Seiten kann ich mich noch erinnern. Frau Pantel, Person im Auto hatte wenige blonde Haare an den Seiten. Ist Frau Süßholz vermögend? Wie sah denn das Luxusauto aus? Nach Reichtum halt. Ich kenne mich mit Vehikeln in gehobenen Preisklassen nicht besonders gut aus.
Okay, zum Kind müssen wir mal noch. Bald mit Tim vielleicht? Ach, und das können wir doch hier auch fotografieren, oder? Ehe wir das vergessen, gehen wir mal mit Karl noch hier rein. Naja, meinetwegen. Was kann ein Bücherwurm wie du schon anrichten? Ein Hoch auf die Nerdkultur. Was hat das hier zu suchen? Können wir das nicht fotografieren? Ich dachte, das ginge. Nee. Mit Willi nochmal hier versuchen? Sieht aus wie Feuer mit einem Vogel. Nee. Okay, da geht nix. Ich glaube, bei Tim kann das sein, dass sie mit Tim gequatscht hat. Jawohl. Ah, Mist. Wir kommen noch mal wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Wie sah das Gespenst im Auto aus? Warst du schlecht? Es hatte Tränensäcke. Hat Gespenst mit Tränensäcken gesehen. Aha, aha. Genießt du die Ferien? Ich liebe diese Frage. Kennst du einen Herrn Klingsporn? Genießt du... Genießt du die Schule? Was ist das denn hier? Was ist das denn? Was ist das denn? Da liegt was. Das lag da vorher nicht. Das muss wichtig sein. Nee, nein, nein. Ich gucke jetzt überall nach. Jetzt liegt's nicht da. Bleibst du auch brav vom abgebrannten Haus fern? Weißt du, wo der Mann aus dem abgebrannten Haus geblieben ist? Nö, nicht mal mein Papa. Und der weiß sonst alles. Hm? Was für Augen hatte dein Gespenst? Ach, junger Mann, seien Sie ein guter Detektiv und schreiben Sie. Die alte Sarah hat ein Gespenst mit schmalen Augen gesehen. Okay. Hat noch mal jemand was zum Mund gesagt? Jetzt liegt's da. Jetzt aber nicht mehr. Was hat der Spinner zu seinem Spiegelbild? Kennst du die berühmte Sauerlich-Schokolade? Das möchte ich nicht fragen. Was hat der Spinner zu seinem Spiegelbild gesagt? Auf der Flamme schwingen, auf der Flamme schwingen. Mhm. Okay, ich weiß auch nichts. Wie war der Mann aus dem abgebrannten Haus denn so? Möchtest du, Oskar, mal... Wie war der Mann aus dem ab... Erst hat Papa gemeint, das ist ein Doofkopf. Dann hat er gesagt, das ist ein Glückspilz. Weil er ganz viel Geld von der Versicherung kriegt, um ein viel schöneres Haus zu bauen. Ist der Fetzen vielleicht jetzt da? Nochmal, wenn wir jetzt nochmal hingehen. Nein. Und mit den Jungs? Auch nicht. Wo ist denn der hin? Nee. Genießt du die Ferien? Kennst du einen Herrn Klingsporn? Klar, das ist der, bei dem es gebrannt hat. Und der so stottern tut. Okay, und mit Karl liegt das dann da noch? Das ist jetzt schon wieder weg. Warum lag das denn da gerade?
nochmal, wenn wir jetzt nochmal das hier aufschreiben. Ach, junger Mann, seien Sie ein guter Detektiv. Es geht einem zwar auf die Nerven, aber muss sein. Ihr müsst da durch, Leute. Die alte Sarah hat ein Gespenst mit schmalen Augen gesehen. Jetzt liegt's da. Jetzt, das ist doch verrückt. Der hier ist es. Der ist der Übeltäter. Das ist doch Wahnsinn. Und fotografieren können wir es jetzt aber auch immer noch nicht, oder? Nein. Ein Mund wird uns ja noch fehlen, oder? Haben wir noch einen? Der sagt wahrscheinlich auch nichts Neues. Oder vielleicht nochmal bei ihm jetzt. Wie ist es Ihnen im Gefängnis wo tragen Sie Ihre Tätowierung? Gebrandmarkt fürs Leben. Der sagt nichts Neues. Haben Sie die Herren Klingsporn? Fürchten Sie sich? Hat großen Einfluss. Große Macht. In der Angst tun Leute manchmal ziemlich dumme Dinge. Soll ich Ihnen etwas zu Hand aufs Herz. Haben Sie einmal ein Feuer verursacht? Hand aufs Herz. Haben Sie einmal ein Feuer verursacht? Ein furchtbarer Irrtum. Okay. Wo haben Sie Ihr Gewand Vermissen Sie Ihre Tochter sehr? Meine Tochter? Ach Mensch, der Arme. Okay. Jetzt haben wir alles durch. Uns fehlen noch ein paar Aussagen, denke ich. Fotografieren können wir das leider nicht. Die Brandzeichen da. Bei Frau Pantel geht, glaube ich, auch nichts. Feuerwehr wäre jetzt nochmal mein Tipp gewesen. Oder Polizei. Oder nochmal beim Achter, aber... So mit Gabi, die haben ja so ein bisschen so eine Vertrauensbasis. Wo steckt Ihr Nachbar? Haben Sie sich auf diese Weise an Ihrem Nachbarn gerecht? Um Himmels Willen, nein! Okay. Gut. Feuerwehr wäre vielleicht jetzt nochmal mein Tipp.